Guten Abend, meine Damen und Herren, zu der Tag. China will an die Spitze der Weltmächte. Das ist das Ziel des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi. Auf dem letzten Tag des Jahrestages des Volkskongresses schlug dieser stark nationalistische Töne an und stellte seinen Plan für die Entwicklung des Landes vor. Xi selber hat nach Einschätzung von China-Kennern nun eine ebenso große Machtfülle wie Mao Zedong. Die Verfassungsänderung erlaubt ihm nun, so lange zu regieren, wie er möchte, da die Begrenzung der Amtszeit aufgehoben wurde. Nach 2 Wochen Volkskongress, der ihm so viel Macht verschafft hat wie kaum einem vor ihm, tritt Xi Jinping ans Rednerpult. Er hat dem applaudierenden Kongress seinen Willen aufgezwungen. Nun verspricht Xi, China zu einer starken Nation zu machen. Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen und wollen uns aus eigenen Kräften erneuern. Wir haben starke Fähigkeiten, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen. China wolle keine Expansion auf Kosten anderer, betont Xi, aber sein Machtanspruch richtet sich offensichtlich gegen die Vorherrschaft der USA und gegen das, was China als Separatismus betrachtet. Nicht ein Zentimeter unseres Landes kann von China abgegeben werden. Gemeint ist damit letztlich auch Taiwan, das von den USA unterstützt, von China aber als abtrünnige Provinz angesehen wird. Auch liberale Chinesen beunruhigt Xis Machtfülle. In China droht uns jetzt eine Propaganda über äußere Bedrohungen. Das werden zuerst Taiwan und Südostasien zu spüren bekommen. Xi hat China eine neue Ära versprochen. Außerhalb Chinas klingt das für viele wie eine Drohung. Mit einer Rede, die historische Bezüge und gleichzeitig einen Ausblick auf die Ziele Chinas und den Weg dorthin schilderte, charakterisierte Xi vor den 3000 Delegierten eine Weltmacht, die sich von nichts und niemandem aufhalten lassen will. Die Vergangenheit beweise, welche Fähigkeiten China habe, und diese ermöglichten dann auch den unaufhaltsamen Aufstieg in der Welt. Die Geschichte hat schon bewiesen und wird weiterhin beweisen, dass nur der Sozialismus China retten kann. Die Wiedererstarkung der chinesischen Nation ist nur dann möglich, wenn wir an dem Sozialismus chinesische Prägung festhalten. Die nationale und internationale Rahmenbedingungen verändern sich dramatisch. Und unser Land befindet sich in einer wichtigen strategischen Phase. Wir verfügen über die besten Voraussetzungen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Aber gleichzeitig sehen wir uns mit vielen Schwierigkeiten, Herausforderungen konfrontiert, die früher es nicht gab. Der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas hat schon den Plan skizziert, wie wir unsere Gesellschaft zum Wohlstand bringen können, wie wir den Weg bestreiten, um ein modernes Land sozialistische Prägung aufbauen können. Diesen Plan nun jetzt umzusetzen, ist ein langer Marsch des neuen Zeitalters. Es wird ein langer Weg sein. Aber die Zeit wird auf uns nicht warten. Wir dürfen uns keine Pause erlauben und wir müssen und dürfen gar nicht mit der Gegenwart zufrieden sein, ein kleines Päuschen machen, in gute Zeiten die schlechten Zeiten vergessen. Wir dürfen den Ursprung unserer Partei uns stetig verinnerlichen. Wir müssen fleißig arbeiten, um die großen Erfolge des neuen Zeitalters zu erzielen. Wir werden uns neu anpassen müssen, und zwar an der historischen Phase, in der wir uns befinden. Wir werden an neuen grundlegenden Konflikten arbeiten, die es in der Gesellschaft gibt. Wir werden die Fahne des Sozialismus chinesische Prägung hochhalten und den Geist des 19. Parteitages sowie den des 2. Kongresses und 3. Kongresses des 19. Parteitages durchsetzen können. Das Volk muss stetig im Mittelpunkt unserer Politik stehen.
Wir werden große Kämpfe initiieren, wir werden große Projekte umsetzen, wir werden diese großartige Sache umsetzen, um die großartigen Träume zu verwirklichen. Wir bestehen die absolute Herrschaft über den Streitkräften, über unsere Volksbefreiungsarmee. Wir werden den Gedanken der Parteien umsetzen innerhalb unserer Armee. Wir werden politisch unsere Armee reformieren. Wir werden die stark machen. Wir werden die modernisieren. Und wir werden diese Armee so regeln nach Gesetzen, um eine Streitkräfte, moderne Streitkräfte der Gegenwart aufzubauen. Wir brauchen unsere neuen Kampfsysteme, damit sie die Aufgaben, die von der Partei, von dem Volk gestellt sind, wirklich gewachsen sind. Wir werden das System Ein Land, zwei Systeme umfassend und präzise umsetzen. Die Hongkong wird verwaltet durch Hongkonger, Macau wird verwaltet von Hongkonger und eine Autonomie des hohen Grades muss erreicht werden. Und da arbeiten wir auf der Grundlage der chinesischen Verfassung und der jeweiligen Gesetze für die autonomen Regionen. Die Verwaltungschefs und die Verwaltungen in den autonomen Regionen müssen ihre Politik nach den Grundgesetzen gestalten. Wir werden unterstützen, dass Macau und Hongkong in das nationale Wachstum integrieren und der Nationalismus und der Patriotismus in Hongkong und Macau müssen noch sensibilisiert werden, um eine langfristige Stabilität in Hongkong und Macau möglich zu machen. Wir halten uns am Ein-China-Prinzip fest. Wir halten uns an dem Konsens von 1992 fest, um die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße zu gestalten. Der wirtschaftliche und kulturelle Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße soll ausgebaut werden. Wir werden die Chancen mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf Taiwan die gleichen Chancen teilen, die sich aus dem Wachstum auf dem Festland ergeben. Und damit leisten wir einen Beitrag zum Wohlstand ebenfalls auf Taiwan, um den friedlichen Prozess der Wiedervereinigung in Gang zu setzen. Die Verteidigung der Souveränität und territoriale Integrität sowie die Wiedervereinigung des Vaterlandes ist der gemeinsame Wunsch der Mitbürgerinnen und Mitbürger der chinesischen Nation. Das ist das Kern der chinesischen Interesse. Vor diesem historischen Hintergrund sind alle Aktivitäten oder Ideen des Separatismus zum Scheitern verurteilt. Die Akteure werden kritisiert und bestraft von der Geschichte. Das chinesische Volk hat den festen Willen und die volle Überzeugung und ausreichende Kapazitäten, sämtliche Aktivitäten des Separatismus zum Scheitern zu bringen. Das chinesische Volk und die chinesische Nation haben eine gemeinsame Überzeugung, die ja lautet: Wir werden keinen Quadratzentimeter von unserem großartigen Vaterland aus dem chinesischen Territorium abgeben. Das werden wir tun und werden wir nie erlauben. Die Welt, in der wir leben, ist voller Hoffnung und voller Herausforderungen. Das chinesische Volk ist bekannt durch das Gefühl der Gerechtigkeit und durch das Mitgefühl. Wir sehen unser eigenes Schicksal mit dem der Völker der Welt eng in eine Gemeinschaft. Wir verfolgen und helfen den Völkern, die noch in Krieg, Unruhen, Hunger oder Armut leben, ohne an das eigene Interesse zu denken. Wir sind
immer bereit, nach dem besten Wissen und Gewissen zum Frieden und zur Entwicklung der Menschheit beizutragen. Das chinesische Volk meint es ernst, wenn man von diesem Wunsch spricht. China wird sich nie entwickeln auf Kosten anderer Nationen. Die Entwicklung Chinas stellt für kein anderes Land eine Bedrohung dar. China strebt keine Position der Großnationen an und wird sich nie einen Expansionskurs anstreben. Professor Gu ist bei mir. Sie lehren an der Universität Bonn. Ist das ein historischer Einschnitt, dieser Volkskongress? Also in der Tat, das ist eine große historische Entwicklung im Doppelsinne. Zum einen ist ja nach dem Tode von Mao Zedong vor über 40 Jahren ist dann wieder eine sehr starke Figur an die Macht gekommen, die aber offensichtlich innerhalb der letzten 5 Jahre geschafft hatte, die alle mächtige Positionen durch seine eigene Personen zu besitzen, aber selber auch große Machtkonzentration erreicht. Das, was wir an Äußerungen jetzt gehört haben, auch in dem Redeausschnitt, das sind sehr nationalistische Töne. Hat Herr Xi dieses nötig? Ist das ein Motivationssignal an die Bevölkerung, an die Delegierten? Hat sich da etwas verändert ideologisch? Ideologisch scheint es nicht mehr so klassisch kommunistisch zu sein, aber nationalistisch, patriotisch, das ist immer ein gutes Instrument für die Partei, den Zusammenhalt der Bevölkerung zu erreichen, aber auch die Leute. Ist das denn nötig im Augenblick? Das ist natürlich notwendig, weil China betrachtet sich als noch mal nicht vereinigtes Land. Das Land gilt aus der Sicht der Bevölkerung, aber auch aus der Sicht der Parteiführung als geteilt. Solange Taiwan noch nicht zum China gehöre, dann ist natürlich Nationalismus das Ziel, das Land zu einigen und mit Taiwan zu vereinigen. Das ist nach wie vor sehr wichtig. Aber Taiwan ist zwar sicherlich wirtschaftlich ein starkes Land, ganz wichtiger Faktor auch in Asien. Hongkong ist eine ehemalige Kolonie, auch wirtschaftlich sehr stark. Das ist liberaler als China. Aber warum kann man oder warum will man unbedingt jetzt diese beiden zurück sozusagen in das Reich Chinas holen? Denn man treibt Handel mit denen, man hat teilweise auch gute Beziehungen zu den Teilen Hongkong und Taiwan. Warum jetzt dieser Nationalismus? Der Nationalismus ist zurückzuführen natürlich auf die chinesischen Erfahrungen mit den europäischen Staaten. Weil aus chinesischer Sicht Taiwan, Hongkong, Macau, da waren alle chinesische Staatsterritorien, die aber dann gezwungen wurde, aufzugeben. Und diese wurde als Demütigung von der ganzen Nation betrachtet. Aber deswegen die Wiederherstellung der ursprünglichen nationale Territorium und Integrität gilt als heilig aus der Sicht der Bevölkerung. Und das hatte damit zu tun, dass China unter der Führung der Partei doch auch das Ziel erreichen wird, die ursprüngliche, sagen wir, große Machtposition doch wiederherzustellen. Aber wenn Taiwan noch nicht dabei ist, dann gilt dieses Ziel nicht als nicht erreicht. Also es ist doch eine eher ideologische Frage. Aber schauen wir mal auf die Wirtschaft. China ist stark und mächtig wie nie zuvor im Wirtschaftsbereich. Ja. Und wir haben so den Eindruck, das soll auch so weitergehen. Also man hat ja auch in der Rede gehört, dass er gerade die Wirtschaft vorantreiben will. Ist das reines Prestige oder ist es auch der Hintergrund, dass man der Bevölkerung einen stärkeren Zugang zu Gütern des täglichen Bedarfs ermöglichen will? Denn die Unterschiede sind ja doch noch sehr stark im Land. Genau, deswegen, das ist eine politische Versprechung eigentlich von der Parteiführung. Das ist auch insofern notwendig für die Parteiführung, ihre Regierungsansprüche zu legitimieren. Ohne wirtschaftliche Leistung, die dazu führen sollte, zur Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, dann ist sehr schwierig politisch für die Partei nach wie vor zu behaupten, wir sind die Beste der Nation und wir haben das Recht, das Land zu regieren. Ideologisch hat es nicht mehr damit nicht mehr viel zu tun. Nationalistisch ist eine Legitimationsgrundlage, aber wirtschaftliche Leistung ist noch viel wichtiger als diese nationalistische Prägung. Und wirtschaftlich befindet man sich neben Europa, den USA,
eigentlich und in Teilen zumindest Russland eigentlich schon jetzt an der Spitze in der Welt. Diese Außenbeziehungen zu den USA, zu Europa, wie wichtig ist das im Zweifelsfall für die nächsten Jahre? Ich glaube, die Beziehung zwischen China und den USA ist insofern wichtig, weil man in China nicht dran glaubt, dass man das Niveau der Amerikaner erreicht hat, jetzt in jetziger Situation. Das heißt, aus dieser Sicht, da haben wir gerade von seiner Rede gesehen, das kann noch lange dauern, bis man wirklich an der Spitze der Weltpolitik steht. Wissenschaftlich, politisch, militärisch, ökonomisch. Sie haben gerade angesprochen von der großen Unterschied zwischen dem Land und den, der städtischen Situation. Und da gibt es riesengroße Diskrepanz, Unterschiede zwischen der unterschiedlichen Bevölkerung. Wie reagiert eigentlich die Bevölkerung auf diesen doch enormen Apparat, Überwachungsapparat, der inzwischen in China geschaffen worden ist? Also die Kontrolle einzelner Personen ist enorm ausgebaut worden. Die Kantone der Staatsbediensteten, darum geht es jetzt, die Einrichtung eines neuen Organs, Komitees zur Überwachung von Staatsbediensteten, hatte damit zu tun, dass innerhalb der letzten 15 Jahre in China eine durchaus korrumpierte Staatsapparat gegeben hat. Und das ist eine Reaktion auf die Entwicklung. Deswegen die Antikorruptionsbewegung ist gut angekommen bei der Bevölkerung. Das begründet auch Xi Jinpings Selbstvertrauen, wonach dass er die breite Bevölkerung hinter sich hat, aber nicht unbedingt alle Beamten oder auch hochrangige Funktionäre. Professor Gu, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.